In knapp 2,5 Monaten haben wir Silvester. Wenn ich mir die Bilder aus Berlin anschaue, der letzten Tage, dann frage ich mich einfach, ob diese Gesellschaft noch reif genug ist, noch verantwortungsvoll genug ist, um mit Silvesterböllern und Raketen umzugehen. Wir sollten jetzt darüber diskutieren, ob wir einfach schlicht und ergreifend den Verkauf dieser Munition, mit der dann gegen deutsche Polizisten und deutsche Rettungskräfte agiert wird, wirklich noch verantwortungsvoll in den Verkauf bringen wollen. Ich plädiere dafür, das nicht mehr zu tun. Genauso wie wir unsere Schwimmbäder nicht mehr auf eine normale Weise, wie es über Jahrzehnte der Fall war, betreiben können, geht einfach nicht mehr. Genauso können wir auch dieser Gesellschaft nicht mehr den Verstand und die Verantwortung abverlangen, offensichtlich mit solchen Dingen verantwortungsvoll umzugehen. Aus meiner Sicht müssen wir unsere Polizisten endlich schützen. Und das tun wir nicht, indem wir einfach nicht reagieren. So leid es mir für die Industrie tut, bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht mehr zu verantworten ist, diese Böller und Raketen diesen Menschen zur Verfügung zu stellen auf dem freien Markt. Ja, ich weiß, werden sie sich von woanders besorgen, dann sollen sie das eben. Aber dass wir sie damit noch versorgen, das ist unverantwortlich. Wenn ich Polizist wäre, ich hätte längst meine Dienstwaffe abgegeben und hätte mich krank gemeldet oder abgemeldet und mir einen neuen Beruf gesucht. Weil wenn ich den Staat schützen will, muss ich auch davon ausgehen dürfen, dass der Staat im Rahmen seiner Möglichkeiten mich als Polizisten schützt. Das ist nicht mehr der Fall. Wir munitionieren die Gegenseite, die diesen Staat abschaffen wollen, die diesen Staat verachten, die diesen Staat ausnutzen, die Freiheit von uns allen ausnutzen. Wir munitionieren diese Leute noch auf. Und das kann so nicht weitergehen. Wir müssen endlich reagieren. Diese Politiker müssen endlich aus ihrer Berliner Blase rauskommen. Wenn ich Herrn Lindner gesehen habe, gerade bei Phoenix, weiß ich, wie tief verwurzelt er da drin ist. Herr Habeck, diese Leute, die so tief in dieser Blase sitzen, die Realitätsverweigerung, die kommt denen ja aus den Augen. Und ausbaden dürfen es dann die Leute, die sich diesen Angriffen ausgesetzt sehen und einfach nur noch im Kopf schütteln können. Das sind Familienväter und Mütter, die dort beschossen werden, die man dort versucht zu töten mit diesen Waffen. Das ist einfach unerträglich. Und das muss jetzt endlich auch mal nach Zeichen geben, dass wir das nicht einfach so hinnehmen. Mein Plädoyer deswegen ist dieses Jahr, können wir Raketen und Böller nicht mehr verkaufen in den Läden. Das geht einfach nicht. Wir wissen, dass sie zweckentfremdet werden. Und mit diesem Wissen müssen wir einfach die Vorsicht walten lassen und nicht noch dazu beitragen, dass wir noch mehr verletzte und nicht zuletzt auch demotivierte Rettungskräfte haben. Nicht nur bei der Polizei, auch im Bereich der Freiwilligkeit, des Ehrenamtes, bei den Feuerwehren und gerade auch bei den Sanitätern, beim Roten Kreuz und Ähnlichem. Die Leute hauen uns schlicht und ergreifend ab, wenn nicht endlich wieder Schutz dieser Menschen durch den Staat gewährleistet wird.